Freunde, welche Games es Anfang April jetzt dauerhaft zu ergattern gibt, das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Ich würde mal sagen, meine lieben Freunde, los geht's. Ja, die Corona-Krise kann auch seine Vorteile haben. Es gibt nämlich mehr als jemals zuvor, auf jeden Fall in der Geschichte dieses Formats, mehr als je zuvor kostenlose Games. Deswegen haben wir jetzt mal die Spiele aus Twitch Prime nicht mit reingenommen. Die werden wir in einem anderen, späteren Video auf jeden Fall nochmal ansprechen. Es gibt aber so viele Anbieter, die gerade dermaßen viel raushauen, dass das gerade, ja, wirklich ein bisschen viel ist tatsächlich für ein Video. Wie immer sind natürlich ein Haufen Indie-Games wieder dabei, ist ja klar, aber auch ganz viele aktuelle Games, die wirklich cool sind und die normalerweise echt was kosten. Das Format ganz kurz erklärt, es geht um kostenlose PC-Games, die ihr abschrauben könnt zu einem bestimmten Zeitraum. Das heißt, ihr bekommt quasi diese Games dauerhaft, zumindest die meisten von denen, die ich jetzt vorstelle. Ich würde mal sagen, wir starten direkt mal durch. Am meisten bekannt für fantastische, tolle, kostenlose Games ist natürlich der Epic Store. Aktuell und nur noch bis zum 2.4. gibt es hier die Titel World War Z, Figment, Tormentor X Punisher und auch Dwarfall 2. Besonders World War Z ist natürlich hier ein absolutes, richtig geiles Angebot und sollte auf jeden Fall von euch mal abgefischt werden, wenn ihr den Bock auf einen geilen Zombie-Shooter habt, Freunde. Ab dem 2.4. um 17 Uhr kommen dann neue Spiele mit dazu. Und die alten gehen wieder und hier bekommt ihr zwei Adventures um die Ohren gehauen, Freunde. Und zwar die Titel Gone Home und Pop. Kommen wir zu Steam und Steam war eigentlich bisher nicht dafür bekannt, kostenlose Games dauerhaft anzubieten. Mittlerweile ist das aber ein bisschen anders. Corona sei Dank eventuell. Dwarfall 2, das ist halt so eine Art Montagsmaler für den PC, könnt ihr dann online zocken. Bei Pixel Jam könnt ihr euch einen von 6 Indie-Titeln sichern. Dafür müsst ihr nur ein Formular ausfüllen und bei der Bewertung ihres neuen Spiels helfen. Außerdem kommen noch ein paar andere Spiele, die ihr über einen bestimmten Zeitraum kostenlos zocken könnt. Da bekommt ihr das allerdings dann nicht dauerhaft. Mit dabei sind Elder Scrolls Online. Bis zum 7.4. könnt ihr es zocken. Außerdem sehr zu empfehlen Total War Warhammer vom 9.4. bis zum 12.4. und außerdem Imperator Rome bis zum 5.4. Kommen wir zum nächsten Anbieter und der nennt sich Indiegala. Die haben immer wieder, ja, so Indie-Freebies, unter anderem zurzeit Chronology und Ringrunner. Wirklich interessante Spiele. Einfach mal reinschauen. Da gibt es auch immer und immer wieder neue kostenlose Sachen. Der nächste Anbieter nennt sich Games Together. Ja, Games Together ist eine neuartige Plattform zum Austausch von Spieleentwicklern und Spielestudios. Hier könnt ihr euren Steam-Account mit Games Together verknüpfen und dafür bekommt ihr ein Spiel und zwar nennt sich das Endless Space und das bekommt ihr dann einfach in eure Bibliothek und könnt das halt unendlich endless zocken, Freunde. Microsoft ist auch ziemlich krass, die ballern ziemlich viele Indie und sagen wir mal so zwischendurch Games raus, sage ich jetzt einfach mal. Schauen wir uns das Ganze mal an. Mit dabei sind ganz, ganz viele Spiele kleiner Publisher mit sehr utopischen Preisvorstellungen, die ihr alle kostenlos abgreifen könnt. Außerdem habt ihr noch so ein Rätselspiel mit so sehr, sehr creepy aussehenden Bunnies. Und mit dabei außerdem nochmal Omega Rally, das sieht tatsächlich ganz lustig aus und verschiedene andere Spiele auch. Und für die Adventure Freunde unter euch. Für euch haben wir auch was dabei, nämlich von itch.io. Die ballern gerade ganz schön viele Adventures raus, kostenlos. Dabei handelt es sich hauptsächlich um 8-Bit-Spiele, bis auf eins. In Play with Gilbert kann man in die Rolle eines putzigen Katzenjungen schlüpfen. Ziel dieses 3D-Plattformers ist es, Gilberts Freunde und Fischis zu finden. Das Spiel richtet sich primär an die Jüngsten, um ihnen die Steuerung mit einem Controller nahezubringen. Das heißt also wirklich Education at its best. Aber vielleicht habt ihr auch selber Spaß dran. Das sieht auf jeden Fall sehr lustig aus. Also ich könnte mir vorstellen, eine Runde als Katze herumzuspringen. Das ist ja auch knuffig. Freunde, das wird nicht das letzte Video zum Thema kostenlose Games sein in diesem Monat. Es gibt wirklich sehr, sehr viel zu tun. Sehr viele Angebote, sehr viel Kostenloses. Was hat euch denn am besten gefallen, Freunde? Schreibt es auch gerne mal in die Kommentare rein. Würde mich wirklich sehr interessieren. Außerdem haben wir hier eine Playlist für euch. Da kommen alle aktuellen Videos zu allen aktuellen Angeboten rein. Also wenn ihr nichts verpassen wollt, einfach das abchecken. Da sind auch Streaming-Tipps mit dabei und was weiß ich nicht alles. Guckt einfach mal rein und ich würde sagen, viel Spaß damit. Tschaußen und wir sehen uns. Tschüss.